Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich für euch die Babyzimmer-Room-Tour und wollte euch einfach mal zeigen, inwiefern wir das jetzt schon so eingerichtet haben, euch so ein bisschen Infos geben, ja, was das hier alles so ist. Und weiß ich nicht, Sammy ist auch mit dabei, der findet das nämlich ganz schön hier mittlerweile, seitdem das hier auch so schön renoviert ist. Und es dauert nicht mehr lange, dann wird Mr. Bauch hier auf die Welt kommen. Ich habe versucht, hier alles soweit auch schon mal zu entfernen, was halt irgendwelche Bilder sind oder was seinen Namen verraten könnte. Ja, Sammy, danke. Hat man, glaube ich, nicht gesehen, ne? Oh, da ist mein Handy in meiner Brusttasche. Was ist das denn hier? Wie sieht er denn aus? Claudinchen, mach dich mal schick hier, ne, Sammy? Und ja, genau. Es ist natürlich noch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt das Optimum oder so, oder ich brauche gar nichts mehr, oder es ist alles total sinnvoll, was wir hier haben. Unsere Hebamme hat, oder meine Hebamme hat mir halt gesagt, dass es am sinnvollsten ist, wenn man sich halt so eine grobe Grundausstattung schon mal holt, bevor das Baby kommt. Und den Rest vom Schützenfest, das ergibt sich halt im Laufe der Zeit, weil man dann halt einfach merkt, dass man sowas brauchen könnte. Ja, das Baby wird natürlich zuallererst bei uns im Schlafzimmer schlafen. Da haben wir auch eine Wiege stehen. Das heißt, das Bettchen, was hier auch steht, das ist tatsächlich erst viel, viel später für den kleinen Mann gedacht. Aber ich werde mich hier immer gerne zurückziehen, um zu stillen. Hier haben wir natürlich auch den Kleiderschrank von ihm stehen. Sammy hat hier auch seinen eigenen Teppich bekommen. Da kommen wir gleich noch zu. Und ja, in der Wickelkommode haben wir natürlich auch alles, was wir brauchen, um den kleinen Mann zu wickeln. Um aber chronologisch zu starten, würde ich sagen, starten wir einfach auch mal bei dem Boden, bei den Teppichen. Da sitzt Sammy jetzt gerade auch auf einem Teppich. Den hatte mein Freund mir spaßeshalber geschickt. Den gibt es bei IKEA. Und da habe ich tatsächlich auch das ein oder andere bestellt gehabt, weil ich das einfach hübsch fand. Möbel, muss ich gestehen, war ich nicht ganz so Fan von den IKEA-Möbeln, aber den Teppich habe ich bestellt, weil ich mir gedacht habe, dass es doch total super ist, wenn Sammy hier seinen eigenen Platz hat. Der mag ja nicht so gerne Körbchen oder sowas. Und dann kann er von hier aus uns dann immer zugucken, wenn wir halt den kleinen Mann in den Schlaf wiegen. Den Teppich, da weiß ich gar nicht, woher wir den genau haben. Ich glaube, den hatte mein Freund bestellt bei Keyback oder so. Alles, was ich finde, schreibe ich euch ja hier nochmal rein und verlinke euch das auch in der Infobox. Ne? Das hier war meinem Freund übrigens super wichtig. Das ist von Walter Moers, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Da habt ihr gerade auch drauf gestanden. Das war quasi mein Stativ, weil das Stativ habe ich vergessen mit runterzunehmen. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ich euch mega empfehlen kann. Da gibt es auch verschiedene Fortsetzungen von, das ist schon ein dicker Schinken, ne? Das kann man nicht anders sagen. Aber das haben wir hier halt auch direkt liegen, stehen, sitzen, wie auch immer. Weil hier auch die Still- und Leseecke quasi ist, also dass man hier dann quasi ja den kleinen Mann ein bisschen beruhigen kann und sich selber halt vielleicht auch ein Stück weit. Ich weiß noch nicht, wo ich dann den Adventskalender von Danny aufhängen werde. Den habe ich nämlich hier in der Schublade versteckt. Das ist der Zimttölpel, ne? Das sind ja die, oder das ist die von Danny geschriebene Weihnachtsgeschichte in 24 Umschlägen. Das werde ich hier noch irgendwo aufhängen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Da ist jemand ganz neugierig, ne? Ja, guten Tag, Sammy. Es ist aufregend hier, ne? Diesen Stuhl hier, diesen Sessel, den haben wir schon seit Jahr und Tag. Also den hatten wir sonst im Wohnzimmer stehen, den haben wir jetzt hier rübergestellt. Und dazu hat mein Freund dann den passenden Hocker auch bestellt. Darauf befindet sich auch eine selbst gehäkelte Decke, die ich von einer super, super liebenden Zuschauerin bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Das Zuschauerpostvideo folgt auf jeden Fall noch. Auch die Gardinen sind von IKEA. Die Gardinenstange weiß ich gar nicht. Die hatte mein Freund bestellt. Ich glaube auch so IKEA oder so, ne? Ja, die hat dann meine Schwiegermama in Spee auch zugeschnitten, gebügelt, gewaschen und so weiter. Sammy muss ich auch mal kurz chillen. Hier finden wir ja quasi unser Reisegepäck. Also einmal ist es ja die meine Kliniktasche. Da habe ich euch ein komplettes Video zugedreht. Die ist ein bisschen eskalativ geworden, ich weiß. Ja, ist wie das. Ne? Das Stillhörnchen hat jetzt auch einen Bezug bekommen. Und daneben befindet sich die Kliniktasche von meinem Freund, die er innerhalb von 10 Minuten gepackt hat. Ich liebe ihn ja so sehr. Ne? Das ist so ein krasser Typ. Aber gut, er hat ja auch theoretisch die Möglichkeit, nach Hause zu fahren und sich dann anderweitig nochmal auszustatten. Ja, und was ist das hier für ein
komischer Kasten. Natürlich möchte Sammy auch versorgt werden in der Zeit, wo wir uns im Krankenhaus befinden, denn mein Freund und ich werden sehr wahrscheinlich in einem Familienzimmer sein. Und hat mein Freund heute für Sammy diesen Kasten gepackt. Da hat seine Mama auch schon den Schlüssel bekommen und kann dann Sammy abholen, sobald wir ihr schreiben, es geht los, dass sie dann Bescheid weiß und dann ist alles ganz entspannt. Das finde ich auch sehr schön. Den Boden haben wir, glaube ich, bei Thum gekauft. Das ist ja auch so ein Vinyl, recht gut abwaschbar, ne? Genau, was haben wir denn noch, wenn ich hier so rumsitze? Ach so, super viele Sachen haben wir von Freunden abgekauft, ne? Das sind dann halt gebrauchte Sachen. Zum Beispiel hier von Joy, das ist dann, es muss noch geputzt werden hier, aber das macht mein Freund dann. So eine mitwachsende Auto-Babyschale quasi. Das ist je nachdem, wie groß das Kind dann so ist, ne? Kannst du dann immer die Einlagen entsprechend rausnehmen. Und da hat er natürlich die Isofix-Station dafür schon in seinem Auto installiert. Und das haben wir gebraucht gekauft von einem Pärchen, wo wir halt auch super viele Kleidungsstücke gekauft haben. Ja, Sammy hat sich gerade überlegt, rauszuwollen, dann soll er mit gehen. Ich hatte jetzt auch gerade noch was geholt, denn das ist etwas, was jetzt eine Kooperation ist, was ich euch aber sehr gerne vorstellen möchte, weil das hätte ich mir sonst tatsächlich auch noch privat kaufen wollen. Das war ziemlich ulkig, denn eigentlich waren mein Freund und ich auf der Suche nach so einer Babybadewanne, weil wir haben ja, das war mein Knie auch, eine bodentiefe Dusche, also quasi, wie heißt das denn, eine Walk-in-Dusche quasi, ne? Und da kannst du kein Baby drin baden. Jo, und dann haben wir nach einer Badewanne geschaut, sind dann auch bei Twist Shake Baby auf der Homepage gewesen und wollten die auch bestellen. Aber dann habe ich irgendwie am selben Tag noch eine Anfrage bekommen. Also manchmal glaube ich echt, man wird verfolgt, ne? Ob ich eine Kooperation eingehen möchte. Und da habe ich natürlich super gerne zugesagt, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis hier einfach gut finde. Und weil ich mir sie sonst ja auch so gekauft hätte, ne? So, jetzt setze ich mich mal eben bequem hin. Einigermaßen auf Sammys Decke hier läuft. Übrigens, ja, natürlich sind Weihnachtssocken am Start, Leute. Ne? Es ist jetzt die Zeit schlechthin, um endlich Weihnachtssocken tragen zu können. Auf jeden Fall ist das Full Bath Set, glaube ich. Ne? Du hast ja einmal die Babybadewanne mit diesem Einlegevieh. Und als ich das zusammengebaut habe, war meine Mama auch hier. Und die sagte, oh mein Gott, das hätte ich so gut gebrauchen können. Weil das lässt du ja hier, dieses Inlay, lässt du ja drin, um das Baby dann hier reinzulegen. Und das fühlt sich auch wirklich toll an. Ne? Und dann kannst du hier auch richtig das Ganze mit Wasser befüllen. Ich weiß gar nicht, 30 Liter oder so gehen hier rein. Das ist echt krass. Und dieses Inlay, das hält auch echt gut. Hier mit diesen Pinüppeln an der Seite, das ist hält sehr gut. Ne? Das merkt man. Das lässt sich echt nicht so super einfach lösen, was sehr gut ist, finde ich. Und dann hast du hier halt noch die Füße, was ich auch sehr praktisch finde. Ne? Das sieht dann einmal so aus. Und ich habe dann halt das Full Bath Set mir geholt. Das heißt, du hast dann hier auch noch das Töpfchen und den Hocker mit dabei. Und da habe ich einfach an die Zukunft gedacht. Das hier ist ein Teil, da hat meine Mama mir gesagt, ach, das kannst du eigentlich auch mit ins Krankenhaus nehmen. Aber da habe ich ja schon etwas, ne? Weil wenn man halt quasi untenrum diese Verletzungen hat, dass man einfach sich warmes Wasser drüber laufen lassen kann. Hier ist es dafür gedacht, dass man das halt nimmt, um das Baby halt partiell so abzuduschen, ne? Das Köpfchen zum Beispiel und so. Und das finde ich ehrlich gesagt schöner, weil du damit halt auch wirklich gezielter arbeiten kannst. Und ich glaube, das wird eine ganz gute Nummer werden. Ich kann euch gleich auch mal zeigen, wie schön sich das Ganze auch verstauen lässt. Weil das war mir halt auch super wichtig, weil klar, das Zimmer ist nicht klein, ne? Das sehen wir ja auch. Aber man hat jetzt ja nicht übermäßig viel Platz, um sowas dann irgendwo immer rumstehen zu haben, ne? Genau. Hier haben wir dann natürlich auch, wenn das Kind dann mal groß genug ist für die Füße und so, so ein Anti-Rutsch-Vieh, das ist echt super. Und ein Pupshockerchen finde ich sehr, sehr gut. Oder halt ein, wenn das Baby dann mal ein bisschen größer wird und nicht mehr so ganz, ganz klein ist, sondern irgendwo hochklettern möchte, hat es halt die Möglichkeit, so ein Höckerchen zu verwenden, zum Zähneputzen, zum Klo zu kommen und so weiter. Ne? Aber das dauert noch, bis das dann quasi dieser Stuhl, nennt sich das, glaube ich, ne, seinen Einsatz findet. Übrigens kommt aus Schweden, Twist Shake Baby. Und hat aktuell natürlich mega Sale, ist klar. Ne? Wir sind in der Singles Week. Ich glaube, aktuell ist 50% Rabatt auf der ganzen Homepage. Und dann kannst du auch noch mit 25 Claudis Welt nochmal on top 25% sparen. Ich finde, das ist schon eine gute Geschichte, sonst würde ich euch solche Sachen halt nicht vorstellen. Also ich
bin, was Babykooperationen angeht, wirklich super, super, super vorsichtig, weil ich halt selber weiß, wie vorsichtig man bei Babysachen quasi sein muss, auch was Qualität und so weiter angeht. Ne? Genau, und dann habe ich hier noch etwas, wenn Mr. Bauchi selbstverständlich nicht mehr im Bauchi drin ist. Ja, ne? Das ist dann quasi sein Töpfchen. Kannst du hier schön rausnehmen. Yay. Machen wir mal eine kurze Geschichte zwischendurch hier, wa? Und zwar hatte ich eins, das war, glaube ich, rosa mit so Bärchen drauf. Und zu meinem 18. Geburtstag, da war mein Freund und ich glaube nicht mal 2 Jahre zusammen, da hat er mit meinem Papa zusammen über den Dachboden das Fernsehkabel verlegt, das ist dann in mein Zimmer reingelegt worden ist. Und das musste dann durch so einen Schacht durchgelegt werden, Leute, ganz crazy. Und in diesem Schacht oder vor diesem Schacht war dann so eine Prödelkammer, wie auch immer. Und in dieser Prödelkammer war mein Bidet von damals. Und da hat mein Freund mich dann quasi ganz intensiv kennenlernen dürfen. Okay, ein bisschen Spaß muss sein, Leute, aber das ist die Realität. So sah das halt bei uns aus, ne? Aber nö, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, inwiefern, ne, also wie lange kleine Kinder sowas dann benutzen werden und ab welchem Alter, das sehen wir alles dann, das kommt mit der Zeit. Mir persönlich war super wichtig, diese Badewanne in Kombination mit diesem Einlegeding und halt auch dem Mini-Eimer, wie nenne ich das, mit dem Drüberlauf-Ding. Genau. Und wie gesagt, das könnt ihr aktuell wirklich super krass reduziert bei Twist Shake Baby bekommen. Ihr bekommt da auch noch super viele andere Sachen, ne? Aber ich hatte mich jetzt hierfür entschieden und ich muss wirklich sagen, auch von der Qualität her, wenn ich das auch anfasse, ne? Das ist total gut entgratet. Da merkst du halt, dass das gute Qualität aus Schweden ist. Das lässt sich super leicht zusammenfalten. Tada! Da liegt es flach auf dem Boden. Und ja, hier haben wir dann so einen Stöpsel, wenn man dann das Wasser ablassen möchte. Das hatte ich nämlich eben noch gar nicht gezeigt. Erinnert mich auch tatsächlich an so Wäschekörbe, die ich habe, die man auch so platt zusammenfalten kann. Da haben wir ab und an mal auch solche Eimer und so in der Drogerie, die man kaufen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und verstaut habe ich das jetzt einfach mal unter dem Babybettchen, weil da ist ausreichend Platz, um das mal so zu sagen. Die Möbel, also das hier ist so ein komplettes Regal, das ist ein Schrank, das ist eine Wickelkommode mit Aufsatz, den man auch später noch entfernen kann. Das Babybettchen und auch das Regal da hinten haben wir tatsächlich bei XXX Lutz gekauft. Da hatten die gerade so ein Angebot. Und das fanden wir sehr hübsch, muss ich sagen. Natürlich sind die Sachen hier noch nicht so unbedingt groß befüllt, ne? Also das ist wirklich noch sehr mau. Aber das ist ja nicht schlimm, das kommt ja im Laufe der Zeit. Ich finde es ehrlich gesagt sogar gut, wenn man das etwas dezenter befüllt hat. Das hat und das befreundete Pärchen auch mit beigelegt. Genau, Ergo-Baby soll total super sein. Keine Ahnung, ja, das wird dann vor allem mein Freund nutzen. Hier habe ich jetzt so ein paar Küchenartikel, ne, also was halt mal irgendwo auch in Boxen drin war, in Adventskalendern, was ich mal selber gekauft habe. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber ich habe halt super gerne halt so Hundesachen auch dann bei DM einfach mal gekauft, ne, ja, genau, bei Baby Love, das ist jetzt, genau, DM. Dann haben wir hier oben schon ein paar Bücher stehen, Weihnachtsbriefe von Felix und 2 Bücher, die mal irgendwo mit dabei waren. Ja, hier in der Mitte des Regals habe ich jetzt erstmal soweit leer, da weiß ich noch nicht genau, was da reinkommt. Hier haben wir dann 2 Wickeltaschen, die haben wir von dem befreundeten Pärchen halt auch abgekauft, ne? Und eine freie Schublade, genau. Jetzt kommen wir hier rein, ja, es ist total süß, Leute, ne? Da geht einem das Herz auf. Ja, muss ich wirklich sagen. Hier oben habe ich einfach so ein paar Decken, also so Krabbeldecken reingepackt. Das sind also keine expliziten Decken zum Zudecken, sondern das sind wirklich Krabbeldecken. Die hier haben wir von meiner Schwägerin bekommen, beziehungsweise ja, von dem Patenkind von meinem Freund. Hier sind so ein paar Beauty-Sachen drin, ne? Also ja, auch wenn es um Stillen geht. Okay, das muss ich jetzt hier mal eben rausnehmen. Denn das hier hat leider bei mir nicht so gut funktioniert. Das Bellybutton streifenlos gedönsen hat bei mir leider extrem für Pickel gesorgt auf der Haut. Also das war ganz unangenehm, hat gejuckt und nicht gut getan. Das muss leider aussortiert werden. Ja, das muss ich euch jetzt natürlich in die Kamera halten, ne? Das Öl von Dalton.
Ich habe aktuell noch einen Code bei Dalton. Das ist Single Claudi. Das gibt euch bis zum 18.11. 30% Rabatt. Schaut da super gerne mal vorbei. Und das ist auch eins der Öle, die ich dann verwende, um halt meinen Körper einzuölen, Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen und so. Genau. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Falls ihr euch irgendwie Atemgeräusche und so, falls ihr das nicht haben könnt. Ne? Ich fühle mich gerade, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Das ist echt der Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil ich mich auch gerade auf einem Marathonlauf befinde. Denn 14.11. ist der errechnete Entbindungstermin. Und heute, wo ich das Video drehe, ist ein Tag, bevor ihr das Video seht. Ja, am 10.11. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn! Aber auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, mal bei Dalton vorbeizugucken, einfach für so ein bisschen Selfcare und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, mal eine ganz gute Geschichte. 30% Rabatt ist schon krass. Ist wirklich krass. Wie gesagt, auch in der Infobox verlinkt. Mein liebster Freund aktuell, Brustwarzensalbe, it is wie it is. Jeder hat es ja irgendwie auch gefühlt anders. Bei mir ist es so, dass die bei mir halt die ganze Zeit am Scheuern sind und wehtun und hasse nicht gesehen und jucken und keine Ahnung. Und ich dementsprechend halt auch jetzt schon Brustwarzensalbe verwende. Manche verwenden die ja erst, wenn halt quasi gestillt wird. Bei mir ist es jetzt schon der Fall. Und da habe ich jetzt hier von Lanolin so ein Backup. Das hatte ich, glaube ich, auch mal, nee, Lansino, Entschuldigung, hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo in einer Mama-Box oder so mit drin. Ja, hier so verschiedene Wärmekisschen, das ist immer ganz süß. Manche habe ich halt auch geschenkt bekommen von wundervollen Zuschauern oder, ne, es ist echt hübsch. Auch hier nochmal ein Kirschkernkissen, das war auch in einem Kalender mit drin. Und dann hier so Kühlpacks, Stilleinlagen, das ist natürlich erstmal auch nur die Erstausstattung, ist klar, ne, Wochenbettpads. Dann nochmal so eine Bienenwachswickel und was nicht alle, Elevit, ja, ne, was wir damals brauchen. Genau, hier ist dann so die Badeabteilung von Mr. Bauchi, da haben wir hier so ein paar Handtücher, da habe ich auch einen Teil von schon bei mir in der Kliniktasche drin. Ich weiß nicht, ob mein Freund sich auch was davon mitgenommen hat oder ob er andere genommen hat. Das weiß man ja nie so genau bei Männern. Ne? Hier habe ich dann so ein paar Utensilien, die einfach fürs Baby dann geeignet sind. Das ist das Babybad, Dusche und Shampoo und so weiter. Aber das wird dauern, bis man sowas halt verwendet. Ne? Weil ganz zu Anfang glaube ich, dass man eh erstmal nur Wasser nimmt, weiß ich nicht. Ich muss mich da noch informieren. Ich habe eine Hebamme an meiner Seite. Ne? Dann habe ich hier auch noch ein paar Waschlappen einfach liegen, die einfach so süß sind. Oh, eine Maus, guck mal. Oh, wie süß ein Esel. Ja, ich weiß, Entschuldigung, die Stimmlage ist manchmal für manche Leute sehr anstrengend. Und dann zum Beispiel das hier, das ist so ein süßes Handtuch. Das habe ich von Unbox Butterfly Nicole zum Geburtstag gekriegt. Vielen, vielen Dank, das ist echt süß. Das hier haben wir vom Rossmann Baby Club bekommen, schon als Erstgeschenk quasi. Und da habe ich halt so ein paar Utensilien reingepackt. Also, ja, Silikonfinger, Zahnbürste. Da muss ich mich noch vertrauensvoll an meine Schwiegermama ins Spiel wenden. Die ist nämlich Zahnarzthelferin und die kann mir da ganz genau sagen, wann wir was wie machen und ab wann man was wie macht. Also da bin ich sehr froh, da jemanden Kompetentes auch hier in meinem privaten Umfeld an der Seite zu haben. Dann haben wir ein Badethermometer, dass man das halt dann auch gucken kann, ne? Wie das Badewasser halt temperiert ist. Eine Schere, da nimmt man ja ganz am Anfang auch solche Scheren. Ne? Genau, das ist auch wohl wichtig, wurde mir gesagt. Ein Impfpassvieh, keine Ahnung. Ich glaube, das war schon. Und dann hatte meine Hebamme halt auch noch gesagt, dass wir natürlich auch noch ein Thermometer brauchen werden für das Baby. Aber das wollten wir dann machen, wenn ich im Wochenbett bin, weil heutzutage lässt sich das ja alles super schnell und easy liefern. Ne? Genau. Was ich hier noch so drin habe, das ist in dieser Etage und auch in dieser Etage Kleidung für, wenn Mr. Bauchi etwas größer wird. Weil wir haben ja von, wie gesagt, von meiner Freundin und meinem Kumpel halt ein riesengroßes Konvolut an Sachen halt gebraucht gekauft. Die haben zwei Kinder und zwei Jungs halt, ne? Und der Jüngste ist halt auch ein Winterbaby gewesen, dementsprechend. Ja, passte das halt alles sehr gut. Hier haben wir allerlei Lätzchen. Natürlich sind hier auch Sachen mit dabei, die ich selber gekauft habe, die wir geschenkt bekommen haben und so, ne? Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel die Größe 62, 68. Genau. Ich weiß nicht, ist es hinten auch noch 62, 68? Ich glaube schon, ne? Ganz schön viel. Aber das ist halt so diese ja, Hauptgröße erstmal so, ne? Und dann haben wir hier unten drunter auch noch die Größe 74,80, das ist einmal hier drin in diesen wunderschönen Glossy-Boxen. Und
ab der Größe 86 und dann halt aufwärts, ne? Und danach schaut man dann halt einfach nochmal. Aber das sind halt so ein paar Sachen. Und wenn ich hier so meinen Kopf reinhalte, Leute, das ist alles halt mit so parfümfreien Waschmittel gewaschen. Und ich finde, das riecht jetzt schon nach Baby. Das ist so crazy. Ja, und selbstverständlich haben wir hier auch so ein paar Sachen, die ich hingehangen habe, ne? Das ist natürlich auch nach Größe sortiert. Da können wir hier einmal unten gucken. Das sind etwas wärmere Sachen. Genau. Niedlich, oder? Oh ja, genau, genau. Natürlich haben wir auch schon das Baby-Outfit von Mr. Bauri herausgenommen. Aber das ist natürlich total passend, ne? Sowas ist was Selbstgenähtes, ein selbstgenähter Schlafsack. Das hier, ich glaube, das nimmt man auch für den Maxi-Cosi oder für, sag mal schnell, für den Buggy, glaube ich, ne? Das ist so ein Fließteil. Hier haben wir ganz viele solche Schlafsäcke bekommen. Die kommen von meiner Schwägerin in Spee quasi, ne? Genau, da hat man dann nämlich diese Babyschlafsäcke und darunter halt diese langärmeligen Sommerschlafsäcke quasi. Genau, das sind einmal die hier. Und den hier hatte ich mal gekauft. So nämlich. Das ist so süß, hier durchzugehen mit diesen winzig kleinen Kleiderbügeln, die ich übrigens auch bei Amazon gekauft habe. Ja, und hier oben haben wir dann auch nochmal so ein bisschen flauschigere Sachen, die man so drüber zieht, ne? Auch das nach Größe sortiert. Das ist einfach so unglaublich niedlich und toll und praktisch, ne? Man braucht sowas halt. Und es ist halt ein Winterbaby, deswegen ist hier auch sehr viel flauschig. Übrigens die Tapete, die kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Die hat mein Freund an die Wand tapeziert. Das war das erste Mal, dass er richtig tapeziert hat. Das ist richtig krass. So, dieses Nestchen, was hier drin ist, das habe ich einfach mal provisorisch hier drin befestigt. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ab welchem Alter man sowas drin lässt oder eben nicht drin lässt, ne? Aber wie gesagt, ganz am Anfang und ja, bis ich halt fertig bin mit Stillen, wird der kleine Mr. Bauri eh bei mir im Zimmer schlafen, in seiner Wiege. Dementsprechend ist es da erstmal egal, glaube ich, weil er hier gar nicht drin liegen wird. Und ja, ich muss mal eben näher ranrutschen. Hier haben wir natürlich eine Matratze drin. Die konnte man sich natürlich dann auch noch kaufen bei Lutz. Dann habe ich hier so Bettlaken drauf gemacht. Die kommen von Ikea. Hier habe ich ein Stillkissen, ein großes Stillkissen und nicht nur ein Stillhörnchen. Auch das haben wir von unseren Freunden halt abgekauft. Und dann habe ich da so einen Überzug drüber gemacht. Eigentlich ist es eher für die Optik, ne? Aber ich dachte halt, naja, wenn dann beim Stillen mal was daneben geht, dann kannst du halt so ein bisschen diese Oberfläche ein bisschen einfacher reinigen. Und deswegen habe ich da so ein Zweier-Set von gekauft. Ich fand es relativ schwierig, das da reinzukriegen. Es war nicht so leicht, aber naja, ich finde es trotzdem total niedlich mit diesem Muster, was da so drauf ist, mit den Eulen und so, ne? Also richtig hübsch und ja, voll mein Vibe. Mag ich gerne leiden, ja. Das ist der Stuhl für die Menschen, die quasi in die Ecke müssen, um sich zu schämen. Keine Ahnung, der war halt über im Esszimmer, weil wir natürlich auch für Mr. Bauri an den Esstisch ein so Trip-Trap, ja, nicht Trip-Trap Original, aber halt so ein Vieh dran gestellt haben, ne? Diesen Windeleimer wird man eigentlich erst dann brauchen, wenn man dem Baby auch Beikost gibt, also wenn man quasi nicht mehr nur noch stillt. Ja, mein Freund fand das super wichtig und hat den dann gekauft und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und bei diesem Mülleimer kann man tatsächlich, ich versuche das gerade scharf zu stellen, aber es will nicht, jedes Mal, wenn man halt eine Windel reinmacht, quasi hier was drehen, das geht super schwer auf. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass es sehr gut verschließt, ne? Also hier sind halt extra so Mülltüten drin, die man irgendwie hier reinwuseln muss und dann macht man hier halt die benutzte Windel rein, dann dreht man hier an der Seite und dann verdreht sich das und dann hast du hier ganz viele einzelne, ihr wisst, was ich meine, drin und Windelpakete quasi, die einzeln verschlossen sind. Ist per se gut, ne? Also vor allem für Menschen, die geruchsempfindlich sind, die da gar nicht mit klarkommen, ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Es wird quasi so eine Mini-Winnie-Würstchenkette. Ja, dieses Regal ist eigentlich relativ unspektakulär befüllt noch. Hier habe ich jetzt zuallererst mal die Babycam dran. Die gibt es ja bei
Action für 15 bis 20 Euro, ich weiß gar nicht, was die genau kostet, hat gefühlt jeder bei uns aus der Clique gehabt, haben die mir alle empfohlen und gesagt, das ist großartig und das haben wir jetzt auch schon per App mal ausprobiert und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Babycam mit gestochen scharfen Bildern, das ist der Wahnsinn. Dann haben wir hier schon eine ganze Batterie an Kuscheltieren und Plüschtieren und so, richtig, richtig süß, ne? Die habe ich natürlich alle auch vorher gewaschen und so und ja, dann kann man die nämlich auch mitnehmen mit dem Kinderwagen oder so. Das ist echt süß, ne? Das ist auch selbst gehäkelt, voll schön. Dann habe ich hier noch so diverse drei Einsätze von diesen IKEA Kallax Regalen. Das ist ja kein IKEA Kallax Regal, aber es passt halt schon rein. Und da sind halt so Sachen drin, wie hier zum Beispiel, das haben wir auch von unseren Freunden bekommen. Das ist so ein Kunstfell quasi, was man dann in den Kinderwagen reinlegt und darüber machst du dann einfach so ein Mini-Bettlaken, ne? Dann hat das Kind ein bisschen das Wärmer von unten. Ja, hier ist was leer. Hier habe ich dann auch noch so ein bisschen was drin. Ja, so Puffkram, ne? Das ist halt niedlich. Ja, das hier habe ich mal irgendwann bei Sephora gekauft. Das fand ich einfach total hübsch. So ein Nachtlicht. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem der Herzstücke überhaupt hier in diesem Kinderzimmer. Und zwar der Wickelkommode mit allem drum und dran. Hier oben habe ich eine Wärmelampe zu hängen. Das ist auch ganz, ganz toll. Gerade für Winterbabys wird das sehr empfohlen. Und die war halt gerade irgendwie in dieser Amazon Schlag mich tot Cyber Week im Angebot. Und da haben wir natürlich zugeschlagen. Ja, das ist dieser Aufsatz, wovon ich gesprochen habe. Man kann dann später mal, wenn man halt sagt, Mensch, das ist kein Baby mehr, halt wirklich nur die Kommode halt noch haben. Hier haben wir nämlich diesen Wickelaufsatz mit dabei und dieses Regal dahinter, wo man halt so Windelgeschichten verstauen kann. Aber da müssen wir erst gucken, welche Windel verträgt er, ne? Und die Windel, die er dann verträgt, werden wir in rauen Mengen natürlich kaufen. Hier haben wir so eine Wickelauflage. Ja, die ist waschbar. Ich habe die auch sogar schon in den Trockner gepackt. Also hat funktioniert, ist ein bisschen eingelaufen. Meine Mama hat gesagt, Claudi, hol dir da am besten noch irgendwie so eine Auflage drüber, die du irgendwie halt ein bisschen robuster abwaschen kannst. Weil ich habe jetzt zwar diese Auflagen hier, die auch dazugehören, ne, auch das Amazon-mäßig unterwegs gewesen. Die haben halt so eine Inkontinenzunterlage, aber gerade bei einem Jungen kann sehr viel daneben gehen. Dementsprechend denke ich, dass wir da auch noch irgendwie was drüber machen werden oder so. Da muss ich nochmal schauen, was es so gibt. Ich fand es halt einfach total süß, ne? Und halt passend vom Waldthema her. Da haben wir Irmgard, den Fuchs und ja, ein Rehkitz und so. Das passt halt dann zum Waldthema, ne? Deswegen haben wir das halt dann auch genommen. Hier oben einfach schon mal exemplarisch ein paar Feuchttücher hingelegt. Das hier wird sehr wahrscheinlich dafür verwendet werden, dass wir da warmes Wasser reinmachen. Mama hat gesagt, das macht durchaus Sinn, dass man da einfach nochmal feucht durchwischt. Und zwar mit normalem Wasser einfach beim Baby. Aber das muss man mal gucken, ne? Hier hat mein Freund noch eine Steckdosenleiste liegen. Keine Ahnung warum. Das habe ich übrigens eben bei dem Twist Shake Baby Pöttchen. Töpfchen rausgenommen. Fand ich jetzt gerade irgendwie sinnvoll, ne? Weil dann kann man halt das Ding verwenden und ja, macht doch durchaus Sinn, oder? Kann man ja machen. So, hier habe ich jetzt einmal die erste Schublade. Entweder werden die Boxen nach hinten geschoben, sodass dann quasi die Windelparade quasi hier vorne ist oder der Streifen ist da hinten, das müssen wir mal gucken, ne? Aber ich wollte halt komplett dann einmal so eine ganze Bahn an Windeln in der ersten Schublade haben, dass man das halt einfach schnell machen kann, so, ne? Genau. Hier haben wir drin ganz klassisch halt Bodies und Oberteile und Höschen und das ist hier so Antikratz-Handschuhe, ne? Wie gesagt, das meiste davon ist wirklich gebraucht und ganz, ganz viele Söckchen, aber die Söckchen halt in allen möglichen Größen. Das alles habe ich in irgendwelche Beauty-Boxen gepackt, ne? Damit das halt hier relativ einheitlich ist und ich nicht extra irgendwelche Einsätze kaufen muss. Das fand ich eigentlich ganz praktisch und das wäre dann die erste Schublade. Ich muss auch mal gucken, wie ich die Organisation dann letztendlich tatsächlich beibehalten werde. Die zweite Schublade, ja, sieht auch sehr krass aus, ne? Hier haben wir ganz viele von diesen Molton-Tüchern. Das hatte ich euch ja auch bei der Kliniktasche schon erzählt. Hier sind super viele mit dabei, wie dieses hier zum Beispiel, was quasi ich als Baby auch genommen habe und so. Und meine Mama hat ja auch das Video gesehen von der Kliniktasche und die hat auch gesagt, das war so, so traurig, aber sie weiß halt ganz genau, ne? Das war halt so auch, dass Opa die dann ja auch genommen hatte und so.
Ja, genau. Dann haben wir aber auch noch einige mit dabei, wie diese hier zum Beispiel. Die haben wir dann gebraucht von unseren Freunden bekommen. Oder wie diese hier zum Beispiel hier vorne. Die habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich glaube, von Melli habe ich die hier gekriegt, ne? Dann haben wir hier schon allerhand Schnuller, die ich mal irgendwann mir mal gekauft habe. Fragt nicht, Leute, ne? Ihr habt das ja mitbekommen in meinen DM-Holz oder Rossmann-Holz, dass ich da manchmal etwas eskaliert bin. Hier haben wir so ein bisschen Spielzeug auch noch mit dabei. Knisterbücher, das ist immer ganz schön. Dann ein bisschen Pflege für das Baby, ne? Haben wir hier auch noch Pflegeöl, ist da mit dabei. Wundschutzcreme, Intensivpflegecreme, dies, das, Ananas. Letztens fragte mein Freund, haben wir denn so Babypopo-Creme schon für den kleinen Mann? Ja, haben wir. Definitiv. Hier so einiges, ne? Und das hier sind allerhand Schnuffeltücher, die wir hier haben. Wieder der Pinguin, den ich so süß finde, wirklich echt, ne? Dann so kleine Quietschis und Rasseln halt, ne? Ja, ja, das kam so über die Zeit zusammen. So ein kleiner Sorgenfresser, den fand ich auch ganz niedlich. Der war mal irgendwo, ich glaube, in der XXX Lutz Box, die wir bekommen haben, weil wir die Babymöbel gekauft haben. Dann hier so eine kleine Rassel mit Fuchs ist auch ganz süß. Ja, ne? Genau. Oder auch so ein Hund. Ist natürlich, wie gesagt, auch alles schön frisch gewaschen. Hier sind wir schon bei der untersten Schublade angelangt. Da sehen wir auch schon, hier habe ich das erstmal von Twist Shake Baby reingelegt. Das wird wahrscheinlich im Badezimmer, aber bei uns eh aufbewahrt werden, ne? Hier haben wir dann noch ein paar Decken mit dabei, also eine Zudecke ist das quasi. Hier ist dann noch ein Ersatz von dieser Inkontinentunterlage für die, für hier oben. Und ein Spannbettlaken habe ich hier auch noch drin. Dann Feuchttücher, auch das Twist Shake Baby wieder. Dann für das Hörnchen ein Ersatzbezug. Dann haben wir noch hier Feuchttücher und drei Pucktücher, falls wir pucken wollen. Das muss ich noch mal gucken. Ja, das war ein Reim. Auch das geht unter den aktuellen Umständen tatsächlich noch. Ja, ich, ne? Ach, es ist quasi wie eine Art Vlog, wenn ich so eine Roomtour mache. Da habe ich ja nicht die Ausrüstung, die Kamera und so weiter, die ich ja normalerweise verwende. Ihr Lieben, das hier war jetzt die Babyzimmer-Roomtour. Ich bedanke mich von Herzen bei Twist Shake Baby für die echt coole Kooperation tatsächlich. Ich hätte mir das so oder so gekauft, definitiv, weil ich das einfach gut fand, wie es auch im Internet präsentiert worden ist. Und deswegen bin ich mega froh, dass die durch Telepathie erfahren haben, ohne Witz jetzt, dass ich auf deren Homepage war und mir die Produkte angeguckt habe und sie theoretisch auch hier sehr gut mal vorstellen könnte. Ja, was ich halt nicht machen werde, das wisst ihr ja auch mittlerweile, dass ich halt die Produkte im Einsatz mit Kind zeige, ne? Das möchte ich einfach nicht. Und ja, jetzt so ein leeres Zimmer euch zu zeigen, fand ich persönlich einfach vollkommen in Ordnung. Viele haben danach gefragt, dass man einfach mal so einen Blick in die Schränke werfen kann, dass man schaut, Mensch, was hat Claudi da überhaupt als Erstausstattung geplant? Ihr merkt, ich habe schon einen Plan oder wir haben schon irgendwie einen Plan. Aber man sollte sich nicht allzu sehr verrückt machen. Das ist eben die Sache, was ja, meine Hebamme mir auch mit auf den Weg gegeben hat, was meine Frauenärztin auch gesagt hat. Die sagten alle, Babys sind damals in Höhlen aufgewachsen. Die haben es hingekriegt. Und alles, was hier in diesem Raum ist, ist ja im Prinzip quasi nur Add-on, Erleichterung, süße Sachen, Shishi, ihr wisst, was ich meine. Aber es erleichtert einem vielleicht so ein bisschen dann dieses Reinkommen ins Mami-Dasein, gerade wenn man halt wie ich das erste Mal motiviert. Ist es motiviert und motiviert sind irgendwie sehr nah beieinander. Interessant. Das ist halt einfach eine Sache, die für mich unheimlich wichtig ist. Und wo ich auch total drin aufgegangen bin, weil es einfach schön war, mit meinem Freund zusammen das alles hier zu machen und zu planen. Ja, wir hatten hier wirklich Stress teilweise, was den Boden anging, weil das hier ist quasi der Altbau unseres Hauses von 1958 halt, ne? Das heißt, wir hatten hier gar keinen Boden drin. Das mit dem Estrich war hier echt eine Eskalation. Und ja, als wir dann die ganzen Möbel hier hatten und die noch eingepackt waren, hat mein Freund erstmal einen Hexenschuss bekommen. Richtig toll. Und ja, deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert, aber wir haben sehr viel Hilfe gehabt. Die Wände wurden von meinem Papa und seiner Frau tapeziert, also das Weiße, die Fließtapete, die Weiße. Wie gesagt, meine Schwiegermama hat die Gardinen gemacht, Freunde von uns hatten halt super viele Sachen, die uns verkauft haben, dass wir nicht selber irgendwie jetzt shoppen gehen mussten. Unsere Mütter haben uns halt auch gesagt, was sie bei uns gebraucht haben.
haben sich über Dinge gewundert, die es heutzutage gibt, wie zum Beispiel die Badewannengeschichte von Twist Shack Baby oder diese mega geile Fototapete. Übrigens, hinter der Fototapete, nicht wundern, ist keine Außenwand. Also das hinter mir ist natürlich eine Außenwand, weil wegen Fenster. Aber hinter der Fototapete, wo ja auch das Bett an der Wand steht, befindet sich unser Schlafzimmer, weil man soll ja Babybetten oder Kinderbetten generell nicht an Außenwände stellen. Ne? Genau. Ja, ansonsten lassen wir das Ganze jetzt mal weiterhin auf uns zukommen, schauen, was so passiert und was in den nächsten Tagen oder Wochen, man weiß es nicht, passiert, wann Mr. Bauchi sich überlegt zu schlüpfen. Ihr werdet darüber informiert werden. Wahrscheinlich mache ich dann bei Instagram mal kurze Story. Leute, es geht los. Oder ein Post oder sonst irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich eher ein Post, kann ich mir vorstellen. Weil wir haben es ein bisschen weiter zum Krankenhaus. Und dann kann ich wahrscheinlich direkt bei Instagram das posten. Mal gucken. Aber ja, genau. Ich finde es schön hier. Ich bin super gerne hier. Mein Freund auch. Und Sammy tatsächlich auch, wenn wir die Türen hier offen lassen. Das ist so häufig, dass ich dann höre, wie Sammy hier so tap, tap, tap reintapert und schnüffelt und guckt und sich hier hinlegt und es einfach genießt. Genauso, wenn, also quasi gegenüber von der Tür hier von diesem Zimmer befindet sich das Badezimmer. Wenn ich da im Badezimmer bin und mir die Zähne putze, tigere ich hier auch manchmal rüber, um einfach nur in diesem Zimmer zu stehen und mich wohl zu fühlen. Ich finde, es riecht hier alles so angenehm. Es riecht natürlich noch nach neuen Möbeln, aber auch nach Babysachen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass wir hier, also jeder bei uns aus der Familie, der hier so reinkam, hat auch gesagt, es ist ein warmer Raum. Es ist ein schöner Raum und das, ja, da wird sich das Baby sehr wohl fühlen. Ihr Lieben, ja, ne, wir schauen mal, wie das Ganze jetzt so weitergeht. Aber jetzt habe ich euch schon mal das Babyzimmer gezeigt und ja, genau, das war's. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen schwanger bezogenen Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!